Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum einem DVD- und Blu-ray-Update. Das hier wird jetzt der zweite Part des Januar-Updates. Ich werde noch einen dritten Part bringen. Und heute soll es nur um vier Regisseure gehen. Drei davon seht ihr hier schon. Und der vierte ist Nicholas Winding Refn. Und beginnen wir da mit Drive. Beginnen wir zu Anfang an bei Drive mit ein paar Eckdaten. Drive ist für mich ein Liebesfilm. Liebesfilm mit ein bisschen Action von Nicolas Winding Refn mit Ryan Gosling und Kelly Mulligan in den Hauptrollen. Und inhaltlich geht es um einen Driver, der nachts Gangster durch die Stadt chauffiert, tagsüber in einer Autowerkstatt und beim Film arbeitet. Eine neue Nachbarin, eben Kelly Mulligan, trifft oder kennenlernt. Diese hat einen kleinen Sohn und auch einen Ehemann, der ist zur Zeit im Gefängnis und kommt während dem Film auch wieder frei. Und er verliebt sich eben in diese Frau und merkt im Grunde, dass diese Liebe aufgrund der Tatsache, dass sie eben einen Ehemann und einen kleinen Sohn hat, nicht bestehen kann. Bevor wir jetzt tiefer in diesen Film hineingehen, erlaubt mir einen kleinen Seitenhieb. Wenn ich höre, dass manche Leute sagen, dass dieser Film dem Hype nicht gerecht wurde oder dass er das Rad nicht neu erfunden hat, da sträubt sich bei mir wirklich alle Haare auf, weil man kann ja von diesem Film halten, was man will, ob der jetzt einem gefällt oder nicht, aber es ist ignorant zu sagen, dass er dem Hype nicht gerecht wurde. Wer in diesem Film nicht die Genialität, die in diesem Film unbestreitbar drin steckt, wer das nicht sieht, der hat entweder nicht richtig aufgepasst oder schlicht und ergreifend überhaupt keine Ahnung von Filmen und sieht Filme komplett anders als ich. Kommen wir dann jetzt zur Antwort auf die Frage, warum denn dieser Film so abgöttisch genial ist. Es ist so, dass anders als ich das jetzt im Grunde auch dargestellt habe, es vor allem um die Beziehung zwischen dem Driver und Carey Mulligan geht. Und die wird in wirklich in ganz, ganz schönen, ruhigen Bildern wird die dargestellt. Und wir bewegen uns hier bei einem Film, der 10 von 10 Punkte kriegt. Und kleine Bemerkung, ich habe 10 von 10 bisher erst viermal in meinem Leben vergeben bei Herr der Ringe, Zwei glorreiche Halunken, Oldboy und The Bittersweet Life. Und das hier wäre der fünfte. Wenn wir also einen Film haben, der sich in solch hohen Sphären bewegt, dann sind es die Kleinigkeiten, die den Film groß machen. Und das ist bei diesem Film hier in Perfektion gelungen. Die Beziehung zwischen den beiden wird wirklich in so richtig schönen, kleinen Gesten sehr, sehr ruhig dargestellt, wird dazu mit einem wahnsinnigen Soundtrack untermalt. Und es gibt eine Szene im Film, die das, glaube ich, auch ganz gut mal ausdrückt, was ich damit sagen will. Es ist so, dass er sie fragt, ob sie am Wochenende etwas zusammen unternehmen wollen. Und sie kann einfach nicht antworten, weil sie hat ja das kleine Kind und weiß, dass bald der Ehemann aus dem Gefängnis wiederkommen wird. Und antwortet auch nicht und verändert nur so ganz, ganz leicht ihren Blick. Und in dieser ja, sehr verletzlichen Situation ist das was sehr, sehr, sehr gefühlvoll ist. Und dann ist die nächste Szene so, dass die beiden doch zusammen in seinem Auto sitzen. Und der Film lebt von diesen Kleinigkeiten. Es ist durchgehend ein wirklich wunder, wunder, wunderschöner Film. Er ist also cineastisch der absolute, absolute Hammer. Meine absolute Lieblingsszene in dem Film macht das Ganze auch vielleicht nochmal sehr gut klar. Es ist so, dass die Situation, die Ausgangssituation schon relativ bedrohlich ist, aus was für Gründen jetzt auch immer, das will ich hier nicht spoilern. Es ist aber dann so, dass unser Ryan Gosling und Carey Mulligan auf einen Fahrstuhl warten und in diesem Aufzug steht schon ein Mann drin und sie betreten eben diesen Aufzug und da bemerkt Ryan Gosling, dass der Mann im Aufzug eine Pistole bei sich trägt und deswegen ihn bedrohen will. Und während er das bemerkt, geht die ganze Szenerie in Zeitlupe über und er berührt Carey Mulligan, die schon etwas hinter ihm steht, berührt er ganz leicht an der Schulter und drängt sie so ein wenig hinter sich, um sie zu schützen. Und währenddessen wird das Licht noch im Fahrstuhl runtergehen und ein ganz, 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 ganz schönes Lied fängt an. Er dreht sich um und küsst sie und er steckt dann wirklich alles, was
was nicht gesagt wird in dem Film. Der Film lebt auch davon, von dem, was nicht gesagt wird, von dem, was man nicht sieht, vor allem in den Beziehungen der beiden. All das, was man so nicht mitbekommen hat, wird in diesen Kuss und in diese Bewegung gesetzt. Und auch all das Unbekannte, was man nicht weiß, was jetzt danach kommt, wird er es schaffen, denjenigen, den Mann zu überwältigen, wie wird Kelly Mulligan überhaupt reagieren? Das ist eine solche Wahnsinnsszene. Zum einen ist sie handwerklich mit das Grandioseste, was ich bisher gesehen habe. Vor allem von der Bedeutung her ist es absolut so genial. Was lässt sich noch zu dem Film sagen? Für mich ist es einfach ein irre menschlicher Film. Und was meine ich mit menschlich? Ryan Gosling macht hier eine sehr schöne Wandlung durch. Er ist am Anfang mehr Teil seines Autos, mehr Maschine. Und eben dadurch, dass er die Familie trifft und sich auch nicht eigennützig für sie einsetzt. Also er setzt sich nicht nur für sie ein, weil er die Frau haben will, sondern er setzt sich einfach dafür ein, weil er die ganze Familie liebt. Wird er zum ganz anderen Menschen. Das wird in ganz, ganz schönen Metaphern auch dargestellt, wenn er dann immer verletzlicher wird und auch anfängt, aus sich rauszukommen. Also es lässt sich festhalten, einen unglaublich genialer Film. Ich weiß, dass der Ramon und der Max beide die ähnliche Meinung, oder zumindest der Ramon sehr, sehr ähnliche Meinung zu dem Film hat wie ich. Und vielleicht machen wir da sogar auch eine richtig schöne kleine Analyse über den Film zusammen, weil das bietet sich ja an. Weil es gibt eigentlich in dem Film keine einzige Szene, die natürlich ist. Alles hat einen besonderen Flair, ist handwerklich besonders. Man kann in jede Szene auch im Grunde dadurch, dass der Film so langsam ist, kann man in jede Szene sehr schön begutachten und sich überlegen, warum, wo wurde das jetzt so gemacht? Also auch für Leute, die sich so wie ich sehr, sehr gerne auch mit den analytischen Teilen des Films beschäftigen, ist das hier absolut empfehlenswert. Einer der, wenn nicht sogar der beste Film des Jahres 2011 und das mit richtig Abstand. Also wer den nicht gesehen hat, ihr müsst ihn euch unbedingt angucken, das ist definitiv dieses Jahr Pflicht. So, der nächste Nicolas Winding Refn-Film für dieses Update ist Bronson, ein Biografiedrama aus dem Jahre 2009 mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Und hier geht es um das Leben von Charles Bronson, also das ist sein selbstgegebener Nickname sozusagen. Dieser erzählt seine Lebensgeschichte auf einer Theaterbühne, zum Teil mit eigenen Schauspieleinlagen. Und die sind in dem Film richtig, richtig klasse, wenn er da sozusagen Selbstgespräche führt und so sein eigenes Leben erzählt. Also der Erzählstil in dem Film ist schon sehr, sehr großartig. Es ist so, dass Bronsons sehnlichster Wunsch ist, berühmt zu werden. Und dafür begeht er einen Raubüberfall auf eine Postfiliale und bekommt dafür 7 Jahre. Und in diesen 7 Jahren begeht er seine ersten Geiselnahmen und kommt dafür in eine Psychiatrie und will da natürlich wieder raus, weil da er nicht die Chance sieht, berühmt zu werden. Und begeht da seinen ersten Mordversuch und kommt dafür dann wieder zurück ins Gefängnis und hat da eigentlich so gut wie immer Schlägereien mit den Wärtern und wird so dann auch rumgereicht von jedem Gefängnis in Großbritannien zum nächsten. Und alle haben sehr Probleme mit ihm. Und so kommt es dann, dass Bronson als geheilt dargestellt wird, entlassen wird. Allerdings das wird nicht im Film genau erwähnt, aber nach 2 Monaten schon wieder ins Gefängnis kommt und so im Grunde ist für ihn sein Wunsch weitergeht, berühmt zu werden. Tom Hardy spielt ja den Charles Bronson in einer unglaublichen Perfektion. Das ist wie schon bei Drive, nur noch richtig, richtig stärker eine unglaubliche Charakterstudie, wie sich Bronson ändert. Klar, er ist sein Leben lang total verrückt, aber das wird sowas, also Nicolas Winding Refn fasst das Ganze richtig schön ein mit dem Erzählstil, dass er sein Leben auf der Bühne erzählt. Sehr, sehr interessanter Film. Klingt jetzt gar nicht so, aber hat wirklich auch durchaus Spaß gemacht zu gucken. Wer so Refn mag und noch nicht alle Filme von ihm gesehen hat, das hier ist definitiv auch ein richtig guter von ihm. So, kommen wir jetzt zum Ende des Updates zu diesen drei Arthouse Close-Up-Boxen.
mit denen ich euch eine kleine Reise machen will durch die Zeit und auch durch die komplette Weltgeschichte des Films. Und beginnen wir hier mit der Orson Welles Box. Hier ist drin Citizen Kane, der dritte Mann und Macbeth. Ich habe bisher den dritten Mann noch nicht gesehen, deswegen werde ich mich nur auf die anderen beiden Filme beziehen können. Beginnen wir mit Citizen Kane. Citizen Kane ist das Erstlingswerk von und mit Orson Welles. Film aus dem Jahre 1941 und es geht um das Leben des Charles Kane, der von seiner Mutter eine hervorragende Ausbildung ermöglicht bekommen hat, mit dem 25. Lebensjahr ein riesiges Vermögen, auf ein riesiges Vermögen zurückgreifen kann. Ihn das Ganze allerdings nicht interessiert und das Einzige, was ihn interessiert, ist eine Zeitung, die er selber besitzt, sich so zum Chefredakteur dieser Zeitung macht und zusehends in seiner Arbeit und in seinen ausufernden Hobbys verschwindet. Er heiratet zweimal, beide Ehen scheitern und das ganze Leben von Kane scheitert auch und so ist es dann am Ende für den Zuschauer auch klar, was Charles Kanes letzte Worte auf dem Sterbebett bedeuten. Der Film ist sehr, 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 sehr interessant für einen Film von 41. Manche sehen ihn ja als besten Film aller Zeiten. Das kann man schon sagen, es ist auf jeden Fall ein richtig klasse Film. Es ist so, dass er für einen Film von 41 eine sehr, sehr geniale Kamera hat. Es wird viel sozusagen von oben und von unten gefilmt, was dann auch immer zu den Personen oder zu den Situationen im Film passt. Das heißt, Charles Kanes Frauen werden zum Beispiel immer von oben gefilmt, sodass sie hoch zur Kamera blicken müssen und Kane wird bis zu seinem endgültigen Scheitern sozusagen immer von unten gefilmt, sodass wir als Zuschauer auch zu ihm aufblicken. Vom Bildaufbau und vom Schnitt her erinnert das Ganze ein wenig an ein Theaterstück. Wir haben sehr, sehr lange Szenen mit wenigen Schnitten. Und ich finde, das passt ja irgendwie auch zu der Idee, die wir hier verfolgen in dem Film. Also dieser Aufbau als Theater passt zum Leben des Charles Kane, das ja im Grunde auch wie ein riesiges, fast schon inszeniertes Theaterstück ist. Zumindest kam es mir so vor. Also ein richtig, richtig schöner Film. Ich hatte ihn jetzt noch nicht gesehen und habe mich wirklich sehr überrascht. Kommen wir jetzt nur ganz, ganz kurz von Citizen Kane zu Macbeth, der mir nicht ganz so gefallen hat. Mir war hier Orson Welles Inszenierung des Klassikers sozusagen ein wenig zu starr. Der Film legt nur am Ende ein bisschen zu, aber vorher ist er mir zu statisch und ich kann ehrlicherweise dem Stoff von Macbeth auch nicht so furchtbar viel abgewinnen. Von daher war es leider nicht so ganz mein Fall. Springen wir jetzt von den 40er Jahren der USA zu den 70er Jahren nach Deutschland. Und zwar zu Werner Herzog, einem Regisseur, von dem ich bisher leider viel zu wenig gesehen habe. Und das wollte ich mit dieser Box einfach mal nachholen. Beginnen wir hier mit Auguerre, der Zorn Gottes, eine Biografie- bzw. Abenteuerfilm mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Es geht im Film um eine spanische Expedition im 16. Jahrhundert, die auf der Suche nach dem sagenumwobenen Eldorado ist. Es ist dann so, dass sich von dieser Expedition 40 Mann abspalten, die losgeschickt werden, um Nahrung zu suchen. Und diese Gruppe wird eben angeführt von Kinski, der dann auch schnell zum Angelpunkt oder zum Mittelpunkt dieser Expedition wird und ja, er verantwortlich ist für gewisse Unruhen. Der Film ist sehr, sehr interessant von der Entstehungsgeschichte, vor allem wenn man Herzogs Mein liebster Feind gesehen hat, den ich auch nur empfehlen kann. Es wird vom Gefühl her, würde ich sagen, 70% des Films auch wirklich auf den tatsächlichen Flößen gespielt. Es gibt keinerlei Studioaufnahmen. Und diese bekannten Floßszenen, ich denke, die sollte ja auch jeder kennen. Vor allem dann auch das Ende mit den ganzen Affen. Das sind ja durchaus Szenen, die auch in der Filmgeschichte, denke ich mal, bekannt sind. Mir hat der Film wirklich ganz gut gefallen. Vor allem Kinski. Ich mag Kinski so seine Art. Und hier ist im Prinzip ja der Prototyp eines Herzog- und Kinski-Films. Machen wir dann weiter mit Kaspar Hauser, Jeder für sich und Gott gegen alle.
Ich denke, die Geschichte von Caspar Hauser, die sollte bekannt sein. Zumindest ärgert es mich, wenn sie nicht bekannt ist. Für die Leute, die die Geschichte nicht kennen oder die Geschehnisse um Caspar Hauser nicht kennen. Es ist so, dass Caspar die ersten 18 Jahre seines Lebens eingesperrt war, sich nicht bewegen konnte und von jeglichen Menschen isoliert wurde. Er wird dann gefunden und kommt in ein Dorf, in dem er dann fortan lebt und von den Bewohnern des Dorfes, ja, sie helfen ihm, zum normalen Menschen zu werden. Das heißt, am Anfang nur das Gehen bringen sie ihm bei, dann das Reden, das logische Denken und so weiter. Unser Caspar Hauser wird hier fantastisch gespielt durch eine ganz, ganz, ganz tolle eigene Aussprache und Betonung, hervorragend gespielt. Und Caspar hält so den ganzen Dorfbewohnern, den verschiedenen Gruppierungen, die es da gibt, die alle auch ein bisschen was Eigenes an ihm haben wollen. Manche wollen mit ihm forschen. Die Kirche will direkt wissen, ob er denn in diesen 18 Jahren schon Gott gesehen hätte oder so. Und er hält diesen immer so durch eine ganz unschuldige Art und Weise den Spiegel vor. Es gibt da zwei Szenen, die das sehr, sehr schön hervorheben. Die erste ist, Caspar wird von zwei Rationalisten gesagt, dass der Mensch alles beherrschen kann. Und als Beispiel wird ein Apfel über einen Weg gerollt und ein zweiter Mann stellt eben seinen Fuß dahin und sagt, der Apfel wird genau an dem Fuß stehen bleiben und das ist eben der Beweis dafür, dass der Mensch alles kontrolliert. Dann ist es allerdings so, dass dieser Apfel über einen Stein kurz vor dem Fuß über den Fuß drüber springt und eben weiterrollt. Und dann nimmt Caspar Hauser den Apfel und sagt, das ist aber ein kluger Apfel. Und ich denke, damit kann man schon das ganz gut verstehen. Es gibt noch eine zweite Szene, die auch sehr, sehr schön ist. Altbekanntes Beispiel, altbekannte Problemstellung, die ihm da aufgetragen wird. Und zwar ist ein Professor aus der Universität, also auch jemand, der ihm das rationale Denken beibringen soll, da, der mit ihm einen Test macht und ihm die Aufgabe stellt, dass es ein Dorf gibt, aus dem einen kommen nur Lügner, aus dem anderen kommen nur Wahrheitssager und er dürfte nur eine Frage stellen, um herauszufinden, ob er denn jetzt einen Lügner oder einen Wahrheitssager vor sich hat. Und eben Caspar ist in seinem Wissen und in seiner Art noch so unschuldig, dass er die ganz vollkommen legitime Frage auch stellt, bist du ein Laubfrosch? Und damit lasse ich euch jetzt mal allein. Toller Film, sehr, sehr schön inszeniert, typische 70er-Jahre-Charme, deutscher Film, mir hat er echt gut gefallen. So, letzter Werner Herzog-Film ist hier Nosferatu, Phantom der Nacht, wieder mit Klaus Kinski und Bruno Ganz als Jonathan. Inhalt ist, denke ich, klar, muss ich nichts zu sagen. Inszenierung ist ganz schön. Mir gefällt der hier sogar wirklich ein Stückchen sogar noch besser als das Original. Da könnt ihr mich jetzt für echten oder sonst was, aber ich bin halt Kinski-Fan und ich mag Herzog auch total. Ja, ein richtig schöner Film. Die Szenen mit den Ratten am Ende sind hervorragend. Kinski als Graf Dracula macht das sehr gut und Kinski spielt nicht nur Dracula, sondern Kinski ist auch Dracula. So, springen wir dann in der Zeit noch ein bisschen nach vorne, und zwar in die 90er, nach Hongkong zu Wong Kar-wai. Ich habe in der letzten Zeit so viele japanische Filme gesehen, dass ich einfach nochmal Lust auf gutes Hongkong-Kino hatte, vor allem in der 90er. Und da bin ich hier mit dieser Box sehr gut gelaufen. Fangen wir an mit Chungking Express, einen Liebesfilm aus dem Jahre 94 und auch, ich denke, auch Wong Kar-wais bekanntester Film. Der Film ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Drittel geht es um den Polizisten 223, der eine junge Frau kennengelernt. Diese ist Drogendealerin und wurde bei ihrem letzten Auftrag verraten und wird jetzt verfolgt. 223 verliebt sich in sie, ohne zu wissen, wer sie ist und verbringt eine Nacht mit ihr, also ohne dass irgendetwas passiert, sondern er lehrt sie nur in sein Hotelzimmer ein und beobachtet sie beim Schlafen. Eine ganz, ganz schöne Szene. Und in den letzten zwei Dritteln des Films geht es dann um den Polizisten 663. Beide Polizisten wurden, by the way, gerade von ihren Freundinnen verlassen, der in einem Imbiss auf eine junge Bedienstete, auf eine junge Frau trifft, die dort arbeitet. Diese verliebt sich augenblicklich in ihn und dringt dann mit Hilfe eines Schlüssels, die seine Ex-Freundin
in diesem Imbiss hinterlassen hat, in seine Wohnung ein und beginnt, diese umzudekorieren und auch subtile Hinweise auf sich zu hinterlassen. Unser Polizist versteht dieses natürlich am Anfang nicht und wie sie in der Wohnung ist und sich da auslässt, das sind wirklich hervorragende Szenen. Das sind Szenen richtig zum Schmunzeln, richtig zum einfach zum Wohlfühlen. Der Film ist sehr, sehr stylisch. Ist ein typischer Hongkong-Stil der 90er Jahre. Ich denke, wer Ähnliches gesehen hat, also müssen nicht mal Liebesfilme sein, kann auch Action sein, vor allem die To-Werke, der weiß, was ich damit meine. Er ist von der Beleuchtung her auch noch sehr, sehr interessant. In dem Film gibt es nur natürliche Beleuchtung, also keine Beleuchtung an der Kamera oder so etwas. Und da der Film auch zum größten Teil nachts spielt, ist diese natürliche Beleuchtung hauptsächlich Neonlicht in Tokio, was dem Film so einen ganz eigenen Flair auch gibt. Ist also eine wirklich, wirklich sympathische Story, sympathische Charaktere. Wong Kar-wai wurde mit diesem Film als Quentin Tarantino Hongkongs bezeichnet. Für mich ist dieser Vergleich hinkt dann wenig. Stylisch definitiv. Stylisch kommt da locker an die Werke von Tarantino ran. Nur schafft es auch Wong Kar-wai noch Gefühl und eine Liebesgeschichte mit in seinen Film zu bringen, was ja Tarantino nie geschafft hat. Es ist eine Frage, ob er es nie wollte, aber geschafft hat das ja nie. Und deswegen ist für mich Wong Kar-wai sogar noch größer als Tarantino, zumindest was diesen Film und den nächsten angeht. Ein sehr, sehr richtig klasse Film. Wer so mit dem Hongkong-Stil dem was abgewinnen kann, das ist bestimmt nichts für jeden, aber wer das mag, unbedingt den hier anschauen. Richtig, richtig, richtig schöner Liebesfilm. Ja, einfach ein toller Film aus Hongkong, 90er Jahre. Macht man nichts mit falsch. So, machen wir weiter mit dem nächsten Wong Kar-wai-Film. Entschuldigung, ich hatte mich gerade eben versprochen. Es spielt natürlich alles in Hongkong und nicht in Tokio. Ich hatte mich gerade eben versprochen, habe ich gemerkt. Machen wir weiter mit, Fallen Angels ist richtig. Fallen Angels war geplant noch als Teil von Chungking Express, also sozusagen als dritte Geschichte, ist aber dann zum eigenständigen Film geworden. Ist auch nur ein Jahr nach Chungking Express entstanden. Das Ganze ist eine Komödie, Liebesfilm, Krimi und es geht um das Leben von vier Personen, die alle durch das nächtliche Hongkong streifen. Sie erzählen sehr fragmenthaft von Begegnungen, es wird viel aus dem Off erzählt. Es geht also um einen Killer, der mit einer jungen Frau zusammenarbeitet. Sie treffen sich und sie räumt sozusagen hinter ihm auf und verliebt sich auch in ihn. Er trifft gleichzeitig auf eine Blondine und ist von ihr vollkommen angetan. Zudem gibt es dann noch einen Stummen, der nachts auf etwas merkwürdige Art und Weise Geld verdient. Der Inhalt des Films ist ja wie ein großes Mosaik, wie ein großes Puzzle, bei dem manche Teile fehlen und falsche Teile hinzugefügt wurden. Selbst am Ende wird man nicht zu 100% aus dem Inhalt schlau, zumindest ich wurde das nicht. Und ich glaube, das geht den meisten auch so. Und das passt auch, denn es ist im Grunde so wirklich wie das reale Leben. Der Film hier ist wirklich Kino in seiner Reinform. Er ist sehr unverfälscht, sehr stylisch, stilistisch perfekt. Ein sehr, sehr cooler Film, noch ein Stückchen cooler als Chungking Express. Dafür nicht so eine ganz schöne Liebesgeschichte, aber ein bisschen cooler. Wieder ähnliche Beleuchtungstechnik wie in Chungking Express. Und wenn man also einen richtig schönen, aber etwas abgedrehteren Film sehen will, da kann man den ja auch gucken. Ich empfehle zwar eher erst Chungking Express, dann Fallen Angels, aber ich denke, wenn man Chungking Express gesehen hat, kommt man um den hier auch nicht drumherum. Er ist auch visuell und vor allem kreativ, ist er unbeschreiblich gut. Es gibt also zum Teil sehr schöne verwaschene Bilder und Schwarz-Weiß-Überlagerungen und Bildüberlagerungen. Er ist also schon sehr, sehr kreativ, sehr, sehr gut gemacht. Kommen wir jetzt zum letzten Film der Box und damit auch zum letzten Film des Updates. Und das ist Happy Together, ein Film über ein schwulen Pärchen, das von Hongkong nach Buenos Aires fliegt, sich dort trennt, sich allerdings nie aus den Augen verliert und
ja, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Der Film ist leider nicht mehr ganz so stylisch wie seine Vorgänger und auch von der Liebesgeschichte her nicht mehr so interessant. Aber das tut der Box definitiv keinen Abbruch. Wirklich eine sehr, sehr schöne Box, sehr zu empfehlen. Wer also so mit dem Hongkong-Stil zurechtkommt, kann hier getrost zuschlagen. Wirklich sehr, sehr schön. So, und das war's jetzt auch schon wieder für dieses kleine Update. Also kleine Anführungszeichen. Ich zeige jetzt mal gerade die Filme. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich wie immer sehr über Kommentare freuen und verabschiede mich jetzt. Macht es gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!